Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mickey Epic. Im letzten Part haben wir angefangen, Tomorrow Stadt, den Tomorrow Platz genau genommen, zu erkunden. Nach etwas anfänglichen Startschwierigkeiten wird meine Wii-Fernbedienung jetzt nicht richtig erkannt. Und dann wollen wir diesen Klecks hier... Schubst du mich hier nirgends runter, ich sag's dir. Wir wollen diesen Klecks hier anmalen, auf dass er unser Freund werden möge. Ah, da oben ist so ein Ding. Wenn ich das wegverdünne und dann hier drunter den Boden wegverdünne, sollte das runterfallen, oder? Ja. So kommen wir hier weiter. Ganz ohne Verdünner geht's halt nicht immer. Okay. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach Goofys nächstem Körperteil. Von dem ich weiß, dass es sich hier irgendwo befindet. Und das hier sähe schon mal vielversprechend aus, würde ich auf jeden Fall sagen. Halt, das möchte ich haben. So, hier mein Zahnrad. Zahnräder sehen an sich auch immer vielversprechend aus. Gut gemacht, Mickey. Das Raketenkarussell ist wieder aktiviert. Ah, so kommen wir dann auch an den Kobold ran. Alles gut. Damit kommen wir an den ersten Kobold. Und da ist der zweite Kobold. Wunderbar. Mein Freund Noba kennt sich gut mit Fahrgeschäften mit dem Leutebeweger aus. Wenn du ihn rausholst, kümmert er sich ums Fahrgeschäft. Ganz sicher. Ich könnte nie selbst mit den Dingern arbeiten. Zu gefährlich. Den Kobold haben wir nur befreit, damit er uns zeigt, wo der andere Kobold ist. Okay. Du hast offiziell den Rang des nutzlosesten Kobolds bisher in diesem Spiel erreicht, mein Freund. Und seine Kobold zu zeigen, den uns schon hunderte Cutscenes zuvor gezeigt haben, ist jetzt keine Meisterleistung. So, okay. Warte noch den nächsten Wagen ab. Ich habe hier was Angst. Autsch. Und ich glaube, diese Angst war gerechtfertigt. Autsch. Das ist alles nicht so freundlich hier mit diesem Leutebeweger. So. Jetzt wollen wir versuchen, hier auf diesem Fahrgeschäft einen Sitzplatz zu bekommen. Und wir bekommen keinen. Das Ding will uns nicht mitnehmen. Oh. Ach ja, die sind ja auch wieder da. Okay. Warten wir den nächsten Wagen ab. Komm, Mickey. Yes. Und jetzt rauf zu dem Kobold. Komm schon. We can do it. Und heppa. Und da ist er auch schon frei. Danke, dass du mich befreit hast. Lass mich raten, der macht jetzt gar nichts, weil wir... Ich stelle mal die gefährlichen Leutebeweger ab. Folge den Gleisen durch das Tor hinaus. Ah, das ist ja tatsächlich sogar eine praktische Sache. Ich hatte jetzt echt befürchtet, der repariert das einfach nur. Und sagt dann, ah, du hast es ja schon repariert, super. Danke, Mickey, tschüss. Aber dann ist das ja tatsächlich sogar eine feine Sache, nichtsdestotrotz... haben wir immer noch nicht Goofys... Körperteil gefunden. Vielleicht auch da hinten. Das ist jetzt das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte. Ich meine nicht, dass es irgendwo schon hier in dem Teil war, wo dieser Leutebeweger war. Ich hatte gehofft, den Sprung zu schaffen, aber gut. Ist ja jetzt nicht der mordsschreckliche Weg, außer natürlich hier sind... Unmengen von diesen Krabbeltronics, die sich aber scheinbar gerade nicht für uns interessieren, was ich sehr schön finde. So, hopsen wir hier rauf. Das habe ich schon aktiviert, okay. Das habe ich auch schon aktiviert, okay. Hopsen wir hier einfach nochmal durch, denn ich befürchte... ich vermute fast... Kommen wir da irgendwo rauf? Das wäre vielleicht ein guter Punkt, um... Nee,
eher nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich von da drüben irgendwo drauf hüpfen. Habe ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Respekt vor dem Sprung, muss ich sagen. Allein schon deshalb, weil ich die Kamera nicht so hindringen kann, dass ich sehe, wo das Ding hinfährt. Oder wo es sich gerade befindet. Okay, das hier fährt. Ist das wirklich repariert? Ich gehe, glaube ich, nochmal lieber da runter. Nicht, dass wir jetzt irgendeinen riskanten Sprung versuchen und dann stellen sich... nee, Moment, das ist gar nicht mehr repariert, weil du gestorben bist, nämlich. So. Ha! Ist nämlich nicht repariert. Hätten wir unseren Hals umsonst riskiert. So. Und da. Und zack. Und jetzt fährt das da nämlich lang. Sieht immer noch sehr gefährlich aus, der Sprung. Muss ich ja schon mal anmerken an dieser Stelle. Aber gut, wenn das Spiel sagt, das geht. Jetzt dann glaube ich das dem Spiel einfach mal. Dieses Spiel würde mich doch niemals anlügen, oder? Oder? Hier machen wir mal ein bisschen Farbe hin. Und dann wieder mal ein bisschen Farbe bekennen. Ah, jetzt kann ich aber auch... Jetzt wollte ich ganz kurz sagen, dass ich die Kamera sinnvoll bewegen kann, aber... Das wollte ich dem Spiel jetzt auch nicht unterstellen. An manchen Stellen klingt es echt, als würde ich dieses Spiel furchtbar hassen oder sowas. Dabei mag ich es ja echt gern. Aber man darf ja auch mal, Dinge anmerken, wo man, sie anmerken kann. So, jetzt... Jetzt hoffe ich einfach mal, dass in dieser Truhe da... der Teil von Goofy ist, der uns hier noch fehlt. Ansonsten an dieser Kugel hier kann ich nichts machen. Okay, komm. Da ist jetzt ein Goofy-Part drin. Man muss so viel tun, um hier hinzukommen. Yes! Das sieht doch aus wie das Bein eines Goofy. Ja. Nachdem ich so viel Kingdom Hearts gespielt habe, kann ich definitiv sagen, so sieht Goofys Bein aus. Das linke Bein von Goofy-Animatronik. So. Ich vermute immer noch, dass ich da wahrscheinlich was kaputt machen muss. Wir wollen natürlich, wenn es nicht sein muss, die Dinge ganz lassen und sie nicht zerstören. Da haben wir andere Playthroughs, in denen wir das eher tun wollen. Die sind aber noch ein bisschen zukünftige Zukunftsmusik. Erstmal wollen wir diesen Playthrough hier natürlich beenden. So, wenn ich übrigens gerade auf meine schlaue Liste gucke... Irgendwo hier gibt es noch einen Goldpin. Das Problem ist, meine schlaue Liste sagt mir immer nicht, ob ich den bekomme, wenn ich böse bin oder wenn ich gut bin. Und vielleicht kriegen wir den Goldpin kriegen wir auf jeden Fall nach Goofys Bein, laut meiner Liste. Das heißt, vielleicht finden wir den ja hier. Ah, da wird er drin sein. Sehr gut. Damit hätten wir das. Dann können wir jetzt weiter unserer Wege ziehen und haben hier soweit schon mal alles eingesammelt. Das ist schön. Je mehr wir jetzt schon mal in diesem guten Playthrough einsammeln, umso weniger müssen wir dann im bösen Playthrough oder einem eventuell danach folgenden dritten Playthrough, falls ich zu viel Zeug übersehen habe, dann entsprechend noch nachholen müssen. So, und wir springen wieder in einen Mickey-Film. Möchtest du die Weltraumfahrt betreten? Ja, das möchte ich tatsächlich. Und wir sind auf einem Klavier. Kisten mit Gorillas drauf. Okay. Da wollen wir doch glatt mal hopp und hopp und hopp. Das ist wieder so ein bisschen tricky zu erreichen. Das spräche dafür... Nee, hier ist keine Filmrolle. Okay. Ah. Hey, das ist Oswald.
Habe ich mich vorhin verguckt gehabt? Aber ich glaube, die Oswald-Filme haben wir soweit schon Besuch gehabt. Okay, da ist die Filmrolle. Jetzt stellt sich nur wieder die Frage, wie kommen wir hin? So kommen wir dahin. Und hoppla, hey. Wenn wir schon gerade da sind, wollen wir... Oder ist das Carlo? Der sah auf den ersten Blick aus wie Oswald, aber ich glaube, dass das ein Mickey-Film ist und kein Oswald-Film. Okay. Der Robomann, hurra, hurra, hat den bösen Gorilla besiegt. Autsch. Und wir haben unsere Filmrolle. Das lässt mich noch viel mehr Hurra schreien. Das heißt, wir können jetzt weiter zur Weltraumfahrt. Wo uns tatsächlich auch schon unser letztes Goofy-Animatronik-Teil erwartet. Das heißt, das wäre schon mal eine große Sorge weniger. Wir fahren Fahrstuhl. Okay, da ist ein Kobold. Den wollen wir befreien. Definitiv. Siehst du die Luke? Da drin sind Rohre, die wir reparieren müssen. Oh, sie dreht sich. Großartig, ein Krabbeltronik-Tanker. Er feuert Salben, Farbe oder Verdünner und bewacht den Aufzug. Der, mit dem wir zur Spitze der Weltraumfahrt müssen. Oh, eine Truhe. Mal überlegen. Wenn diese Kolben der Reihe nach arbeiten, kannst du über sie zum Aufzug klettern. Da liegt ein Sabber. Ich habe es. Du musst durch die Leutebeweger vorbei an den elektronischen Feldern und dann durch die Luke, wo die Rohre reparierst. Einfach. Ja, wenn du sagst, dass das einfach ist, dann ist das ganz bestimmt einfach. Da schläft ein Sabber. Da fahren Leutebeweger. Die fahren jetzt aber wenigstens etwas gesitteter und langsamer. Und da ist... War das dieses... Ich glaube, das war dieses Hundehalsband. War das dieses Hundehalsband? Ich glaube, das Ding da drin brauchen wir für eine Quest. Kann ich dich verdünnen? Du siehst so verdünnbar aus. Aha. Da haben wir einen Fahrstuhl, oder? Nee, einen Knopf. Erstmal ein bisschen erkunden, bevor wir das tun, was Gus gesagt hat, dass wir tun sollen. So. Das sieht doch schon mal sehr interessant aus nach einem Secret. Da ist auch ein Kobold. Okay, da kann ich da runterhüpfen dann? Nee. Aber da ist auf jeden Fall schon mal ein Kobold. Vielleicht kann uns der dann irgendwie den Strom oder sowas ausschalten. Und da höre ich einen Krabbeltronik. Was wird dieser Krabbeltronik-Panzer da hinten sein? Was haben wir da? Ein paar Tickets. War der ganze Weg jetzt für ein Goldticket? Ach nee, da kann ich einen Fernseher hinsetzen. Okay. Okay. Das wollen wir doch so gleich tun und mal schauen, was dann passiert. Das fährt hier einen Kran runter. Okay. Das heißt, das hat auf jeden Fall schon mal was bewirkt. Ich mag Dinge, die Dinge bewirken. So, dann sollten wir als nächstes wahrscheinlich... Ach, da ist ein Krabbeltronik. Ich vermute mal, dass wir nicht auf den Kran springen können, oder? Doch, können wir. Gut, dann versuchen wir doch mal... Oh Gott, hier rüber zu kommen, weil hier irgendwo war ja dieser Kobold. Eingesperrt. Mal ganz abgesehen davon, dass wir hier den Kran jetzt aktiviert haben. Das heißt, das muss ja auch für was gut sein. Kann ich hier irgendwie was verdünnen? Nee. Den Kobold, nach dem Kobold gucken wir gleich. Jetzt würde ich tatsächlich nämlich erst gerne mit dem Kran hier fahren. Wenn wir den schon aktiviert haben, möchte ich auch gucken, was uns der jetzt bringt. Der fährt uns hier rüber. Und da auf eine Plattform. Uah! Da war ich nicht schnell genug. Dann warten wir nochmal schnell. Ich glaube, der Panzer hat uns gesehen, oder? Ja, er hat uns gesehen. Aber er hat uns nicht angegriffen. Das weiß ich sehr zu schätzen von ihm. Und jetzt Hebbasa. Ah, Kobold. Sehr gut.
Dankeschön, ich kann die Krabbeltronics-Generator abschalten oder dir drei Fernseher geben. Lieber den Generator, weil Fernseher kriegen wir sicherlich auch anderweitig. Gut, ich halte das Generieren von Krabbeltronics an. Das ist zu freundlich von dir. Da unten ist eine Luke. Mit einem beherzten weiten Sprung, der mir viel Schaden bescheren würde, käme ich da wahrscheinlich ran. Da ist nämlich eine Truhe und eine Luke drauf, aber da ist auch wieder so ein Ding zum... Wobei wir da sicherlich auch schadensfrei hinkommen. Ohne uns zu verletzen, was mir persönlich fast lieber wäre. Also warten wir nochmal auf den Kran. Aber immerhin heißt das schon mal, keine Krabbeltronics mehr, die spawnen. Das finde ich gut. Und Fernseher haben wir im Moment, glaube ich, erstmal mehr als genug. Und ich denke doch mal, wenn wir welche brauchen, werden wir auch welche kriegen. Er hat uns gesehen und er greift uns an. Ja. Die Frage ist, ist das überhaupt so schlimm, wenn mich der mit Farbe trifft? Ich meine, ich bestehe aus Farbe. Jetzt versuchen wir erstmal, ihn zu bekämpfen. Mit sehr viel Verdünner. So. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Verdünner. Wenn das ginge, geht nicht. Okay. Wünsche darf man ja hoffentlich noch äußern. Uah. Gehst du bitte jetzt kaputt? Ah, natürlich hat er... Braucht er drei Anläufe. Ja gut, komm. Einmal noch ordentlich verdünnen. Dann soll's das auch gewesen sein. Komm. Jetzt aber, komm, explodier. Dankeschön. So mag ich das. Da kommt ein neuer. Ich habe die Krabbeltronics-Generatoren ausgeschaltet. Jetzt kommen keine Krabbeltronics mehr nach. Wahrscheinlich nur den einen ausgeschaltet. Der Held. So, da musste ich kurz unterbrechen. Aber weiter geht's. Autsch. Das war ganz toll gerade. Das war der richtige Moment, um den Cut setzen zu müssen. So. Ich gehe mal davon aus, dass er den Krabbeltronics-Generator dann jetzt wenigstens ausgemacht hat, sodass wir wenigstens die Dinger hier kaputt machen können. Oh, ich kann die wegschubsen. Das wusste ich tatsächlich gar nicht mehr. Ja. Geht kaputt, alle beide. Jetzt muss ich nur kurz... hier ein bisschen meine Sitzposition nachjustieren, weil durchs Telefonieren jetzt eben. Ich sitze hier nämlich denkbar unbequem und umständlich da, damit ich ordentlich von meiner Sensorleiste erkannt werde. So, was gibt's hier hinten Feines? Eine Truhe. Bronzepin? Okay. Ich guck gerade auf meiner Liste, wo der ist. Das heißt, es wäre im Moment legitim, den vor dem Teil von Goofy zu finden. Nichtsdestotrotz, da unten sind wir hergekommen, oder? Ist das da, wo wir hergekommen sind? Da sind wir nicht hergekommen. Weißt du, ich wette, das Telefon kann den Aufzug in Gang setzen. Welches Telefon? Welches Telefon? Ich sehe hier kein Telefon. Gas, ich weiß nicht, was du siehst. Aber ich für meinen Teil sehe zumindest kein Telefon. Das heißt, wir hüpfen jetzt erstmal hier in diese Kapsel rein. In der Hoffnung, dass sie uns rettet vor dem bösen Krabbeltronik-Panzer. Und ich glaube, das hat sie gerade damit auch getan. Danke, liebe Kapsel. Okay, da hinten ist eine Truhe. Da ist auch eine Truhe. Das heißt, Truhen haben wir erstmal genug hier. Ah, Goofys Arm. Sehr schön. Damit haben wir... Sieht aus wie Goofy Animatronics Arm. Damit sollten wir jetzt
alle seine Teile haben. Glaube ich. Ich check nochmal meine Liste. Ja. Sehe ich? Nee, da. In meinem Inventar. Aufträge. Jupp, wir haben sie alle. Warum finden wir nur einen Arm? Hm. Wir finden aber tatsächlich nur einen Arm. Okay. Goofy Animatronic hat nur einen Arm. Ich denke, damit können wir leben. Okay, diese Truhe ist bewacht. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir erst versuchen, diesen anderen Kobold zu befreien. Weil der vielleicht diesen Spawner für die Krabbeltronics dann deaktiviert. Aber ich denke, wir machen jetzt einfach einmal Geronimo, holen uns die Truhe und dann nichts wie weg. Ein Silberpin. Okay. Dann wollen wir jetzt erstmal hier runter. Ah. Da klopft's doch schon. Ah, da. Ich kann für dich die Bahn oder den Strom stoppen, aber nicht beides. Die fahren eigentlich relativ langsam, also vielleicht lieber den Strom. Ach, da wo der Sabber pennt. Gut, ich schalte für dich den Strom ab. Ist das gleich hier hinter? Ups. Sei mein Freund, Sabber, sei mein Freund. Ja, der Sabber liebt mich. So, und wo geht's hier links? So viel zu erkunden in diesem Gebiet. So. Hier ist ein bisschen Dampf. Ach, hier sind wir... Ja, hier sind wir wieder da. Aber gut, der Strom ist aus. Das ist doch eine feine Sache. Dann würde ich sagen, versuchen wir im nächsten Part... Hier sind wir hergekommen. Okay. Versuchen wir im nächsten Part hier weiter voranzukommen. Dinge zu aktivieren. Und Sachen zu machen. Halte ich für einen guten Plan. Ich hoffe, dieser Part hier hat euch soweit gefallen. Und ihr seid dann auch das nächste Mal wieder mit dabei. Wenn wir uns hier weiter an dieser Rakete quasi hochhangeln. Auf dem, beim Versuch, diesen Aufzug zu reparieren. Hier in Mickey Epic. Und ich sag für heute Tschüssikowski, euer Pagu.